Das ist schon interessant. Also vor allen Dingen war ich auch überrascht, weil ich habe mir die damals halt einfach nur angehört und dachte so, ja, so ist halt irgendwie der Verlauf. Durch was auch immer. Und wenn man da so ein bisschen Hintergründe kennt, dann ist es eigentlich immer ganz schön. Das ist auch spannend, das Thema, muss ich auch sagen. Mhm. Könnte man ja schon fast einen Podcast drüber machen. Ja. Da wäre ich wahrscheinlich sogar ein Ansprechpartner dann, ne? Ich sehe es schon kommen, ja. Jo, ne, wir hatten ja schon mal einen Podcast über Hörspiele gemacht, damals 2016. Allgemein, ja. Ja. Mhm. Damals noch bei Frackhessen Radio, als der Frackhessen-Kanal noch lebte. Richtig. Mittlerweile wird er ja noch nicht mal mehr für Streamaufzeichnungen von Frackhessen-Streams genutzt. Ja, wozu auch? Meine, eine gewisse dritte Person schafft ja nicht mal seine normalen Kanäle zu bestücken. Warum sollte da noch ein dritter Kanal? Es tut mir leid, ich schaff's halt noch nie so oft. Ich meinte dich ja gar nicht. Ich weiß. Aber es passt theoretisch, weil ich momentan auch nicht wirklich viel hochlade. Oh, bei dir kommt wenigstens was und du streamst hin und wieder. Also bei dir merkt man, dass du lebst. Mein Gott, du springst doch auf diese Kack-Plattform drauf, Crash. Entschuldigung. Das ist so ein Pille-Palle-Level hier, dass ich mich jetzt hier so anstelle. Bitte nicht Game Over gehen. Nee, will ich ja auch nicht. Nicht nochmal. Ach, genau. Not again. Das klang jetzt aber sehr kratzig. Es sollte ja auch ein bisschen kratzig klingen. Das klingt aber sehr interessant. Schon fast ein bisschen hexenmäßig. Es tut mir leid. Es ist ja nicht als böse mach ich, Kritik mach ich nie wieder. Gut so. Ich finde diese komische Affenstatue sieht aus, als hätte ich so eine Schlumpfmütze auf dem Kopf. Finde ich. Na, 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 na. Ja. Das sind die Levelmusik. Oh, fuck. Ne, die Kamera brauchst du nicht auf. Ne, wollte ich eigentlich auch nicht. Ich sehe schon kommen. Der Game-Over-Bildschirm naht. Aber wir haben immerhin schon einen Edelstein gefunden. Ja, das stimmt. Also ich hoffe doch stark, dass wir gemeinsam noch auf Reliktejagd gehen können heute. Das hatte ich mir eigentlich fest vorgenommen. Wäre auf jeden Fall schön. Du müsstest ja jetzt auch sprinten können, ne? Ja, kann ich. Aber ehrlich gesagt, in diesen Passagen hier... Traust du dich? Bei dieser hier will ich nicht sprinten. Das ist mir so schon scheiße genug hier. Ich bin ja da auch immer so wagemutig und mache dann immer da meine Wahnsinnssprünge und versuche da mich irgendwie rüber zu kommen. Ja. Du bist ja mittlerweile auch so ein bisschen auf Speedruns ausgelegt. Das ist ja nicht mein Bestreben. Deswegen gehe ich das hier schon ein bisschen langsamer gerne. Also ich will da einfach drauf kommen. Das kann jetzt nicht so schwer sein. Komm jetzt. Da. Oh, scheiße. Und da war noch eine Sache, die du angesprochen hattest. Ich glaube, das war in dem Geheimbereich von Snowgo. Wo Crash so ganz merkwürdig von der Kiste abgeprallt ist. Ja, dieses Rutschen da, das war vielleicht nervig. Das ist halt so eine Sache mit den Kollisionsboxen, ne? Das kann ich halt auch nicht nachvollziehen. Man das ist so. Ist quasi daneben und wird weggebaut. Ja. Du stehst schon eine gefühlte halbe Minute ruhig, dann springst du weiter und rutscht runter. Ja. Das ist doch Quatsch. Und die Eisphysik hier ist sowieso großer Quatsch, weil wenn man zum Beispiel einen Bauchklatscher aufs Eis macht und dabei aber den Analogstick in eine Richtung drückt, dann bewegt er sich quasi schon, während er auf dem Boden aufgeklatscht ist. Ich habe doch jetzt gar keine Totenkopf-Plattform gemacht, oder bin ich blöd? Na, hier ist ja auch keine. Die ist ja bei Kotak Crash. Ach so, das meintest du. Ja gut, da weiß ich ja, wie das geht. Ich dachte, dann habe ich hier den ganz normalen Stein gar nicht mitgenommen. Ich bin ja doof. Ja, das sind die normalen Kistensteine. Ja, sag doch. Danke. Na, dann hast du halt den grünen Edelsteinpfad gemacht und bist dann direkt ins Ziel. Deswegen. Ach so. Aber das war eben gut. Ich bin ja doof. Ja. So ganz eindeutig sicher. Ja, ohne Zweifel. Ja, bist du. Ja, wie bei hier Brotbacken am Limit. Schmeckt's denn? Nee. Das ist geil. Vor allem, wie das Brot dann klingt. Ja. Herrlich. Ups. Die Brote werden dann nass gemacht und der Ofen wird ausgewischt, damit die Lappen verbrennen. Ja. Nee, damit die Brote verbrennen. Und die Lappen nicht nass werden. Oder? Genau, damit die Lappen nicht nass werden. Das ist ja auch schlimm, wenn die Lappen nass werden. Ja. Dem Putzen sehr, sehr schädlich. Oh, so, machen wir jetzt den Mehl-Test. Wirf da Mehl in den Ofen und dann explodiert das. Perfekte Backtemperatur. Oh, ist wie war das schon Brot? Doof. Besteht zu 20% aus Wasser? Oder wie war das? Nee, 100, wie viel Prozent? Nee, früher bestand dein Brot nur aus Wasser. Ach so, war gar keine Prozentzahl bei. Zumindest ganz am Anfang bei der Anmoderation wurde noch gesagt, früher war Brot ein echter Knochen. Ja, stimmt. Vor allen Dingen auch die ganzen das Arbeitsbedingungen da. Das habe ich schon ewig gebracht. Die ganzen Arbeitsbedingungen da. Wir backen in der Nacht 8 Brote für 9 Bäckereien und machen das Ganze mit 8000 Mitarbeitern. Das ist geil, ja.
Das Brotbacken am Limit habe ich schon eine Ewigkeit nicht mehr geguckt. Das ist auch leider überall runtergeschmissen worden, aber ich habe mir das runtergeladen und in die Dropbox bei mir gepackt. Sollte man echt bei einigen machen, weil viele echt oft gelöscht werden. Mhm. Ja, wie auch zum Beispiel die Astro-Tante und sowas. Ne? Die ist ja leider auch komplett weg, ne? Oder gab's da schon Re-Upload irgendwie? Nicht, dass ich wüsste. Ah, die finde ich echt herrlich. Vielleicht. Das habe ich sogar noch immer auf dem Handy. Hier, da oben, die Lieblingskiste von Dennis. Mhm, die man ja jetzt aber gut sieht, mittlerweile. Die sieht man diesmal sehr gut. Ich hatte mich extra darauf vorbereitet und dann festgestellt, ja, okay, die sieht man ja ganz locker. Na, momentan gucke ich ja bei Dennis ein bisschen Tony Hawk. Ja, aktuell gucke ich bei Dennis gerade gar nichts, weil Steffi und ich so ein bisschen in einem anderen Fieber sind momentan. Ah, was denn für? Wir gucken gerade Brettspiele bei Hunter und Kron. Und wir sind total im Brettspielfieber und morgen ins Flohmarkt und wir wollen ordentlich Brettspiele kaufen. Ich habe extra schon ein neues Regal gekauft, wo richtig viele Brettspiele reinpassen und die sind jetzt schon im Billardzimmer. Hm. Apropos, das müssten wir theoretisch, wenn Dave und ich mal wieder bei dir sind, auch mal spielen. Das hatten wir ewig vor und haben wir bisher nie gemacht. Was denn? Billard gespielt, ja. Das können wir gerne mal machen. Ich habe schon Ewigkeit auch den Billardtisch nicht mehr eingeweiht oder benutzt. Ich müsste mal die Verkabelung neu herrichten. Ich müsste mal scheißen, nein, das meine ich nicht. Ich scheiße. Ich müsste die Verkabelung neu herrichten, weil meiner ist ja beleuchtet. Ich habe ja das so gemacht, dass ich die Ecken praktisch beleuchtet habe, dass man immer markieren kann, in welches Loch man reinspielen muss am Ende. Ach echt, wie cool ist das denn? Ja, habe ich beleuchtet. Aber leider ist die Verkabelung irgendwie porös und es geht nicht mehr, ist kaputt. Und das muss ich mal erneuern und dann können wir das gerne mal in Angriff nehmen. Hast du das selber mit so LED-Stripes gemacht, oder? Das sind so, so rote kleine Glühlämpchen. Also es sind eigentlich so rote Plättchen, hinter denen eine normale weiße Glühbirne ist. Ah. Und die sind eingelassen in jeder Billardecke und halt natürlich auch in den geraden Löchern, sag ich mal. Ach scheiße, jetzt soll ich nochmal von vorne machen. Vorhin, ja. Ja, also der ist beleuchtet prinzipiell. Hm? Ach komm, ohne Sterben ist ja die reinste Hölle. Schön, dass dieses nebenbei auffällt. Also erstmal, dass da hinkommen ist das Schwierigste, finde ich. Weil diese Strecke an sich, dieses Zurücklaufen, fand ich früher gar nicht mal so schwer. Das ging. Ist es ja auch an sich. Also, ist halt immer ein bisschen gut, doof, wenn man keine Maske hat. Ja sowieso nicht, ich weiß. Nee, aber wenn man da Masken hat und so und damit Superman durchballern kann, dann ist es eigentlich am angenehmsten, aber ja, mit der Taktik funktioniert das leider nicht so gut. Wobei, jetzt eigentlich ja schon, du hast den Edelstein nicht bis zum Ende genommen. Ja. Was habe ich denn, den Edelstein nicht? Bis zum Ende? Obwohl, nee, kannst ja gar nicht. Okay, Herzjali, ich war komplett dumm gerade. Ich bin gerade davon ausgegangen, dass du die Totenkopfplattform gemacht hast und den Edelstein davon hattest, aber nicht die Kisten geholt hast, was aber rückwirkend absolut keinen Sinn ergibt. Nee, vor allem ich war ja noch gar nicht so weit. Ja, deswegen. Alles gut, Rick. Ich bin heute sehr verwirrt. Ich musste in der Schule sprinten. Du hattest wahrscheinlich eine harte Woche und du brauchst unbedingt Wochenende. Einigen wir uns da drauf. Das ist definitiv. Heute Sportunterricht, da mussten wir sprinten und ich war danach einfach nur tot. Du als große Sportskanone, ne? Ja, aber absolut. Ich meine, ich mache zwar mittlerweile seit ein paar Monaten teils regelmäßig, teils unregelmäßig Sport, aber auf sowas beläuft sich das auch noch nicht. Ja. Aber zum Großteil mache ich Cardio, weil ich gehe da meistens 15 Minuten aufs Laufband, versuche dann da so meine 2 Kilometer wegzukriegen und dann noch 8 Kilometer auf dem Rad. Und dann versuche ich noch ein bisschen Krafttraining und dann gehe ich nach Hause. Das dauert meistens so eine Stunde. Naja. Tüchtig, tüchtig, der junge Mann. Ja, naja, also es gibt ein paar Tage, also ich war zum Beispiel in den letzten Ferien jetzt so gut wie gar nicht da, weil es mir einfach viel zu warm war. Weil bei 40 Grad gehe ich nicht zum Sport. Also bei manchen heißen Tagen, da habe ich auch keinen Bock gehabt, abends nach der Arbeit noch aufs Rad zu gehen. Ich denke, nee, ich will mich doch nicht umbringen. Ja. Also da hatte ich dann auch keinen Bock mehr drauf, ganz ehrlich. Aber jetzt geht's ja wieder und jetzt bin ich auch wieder dreimal die Woche auf dem Rad, heute auch wieder. Hm. So. Das war schon eine interessante Umgewöhnung erstmal. Vor allen Dingen, ich bezahle das ja auch, das kostet mich ja 20 Euro im Monat. Ja, klar. Von daher, da denkt man sich auch, ja gut, ich will denen jetzt das Geld nicht einfach nur schenken. Nee, da will man natürlich auch was davon machen, ja. Richtig. Klar. Das ist eigentlich doppelte Bestrafung, ne? Du gibst Geld aus und musst dich dann auch noch bewegen. Richtig. Das ist eigentlich voll scheiße, ne? Das ist keine Win-Win-Situation, finde ich. Das ist halt eigentlich nur, du musst halt zum Sport gehen, sonst verschenkst du dein Geld. Ja, aber
die Frage ist, macht man das eigentlich nur für Geld, damit man irgendwie Grund hat, das auch wirklich zu machen? Weil sonst denkt man ja, ach scheiße, das ist Geldverschwendung. Weil man könnte sich ja auch bewegen, ohne praktisch dafür zu bezahlen. Du kannst ja auch so joggen und was ich machen. So. Oder Radfahren. Ja. Ich habe ja zum Beispiel hier einen Stepper stehen, aber der wird nie benutzt. Der ist aber auch saulaut. Lausaut. Ja. Boing. Aha. Noch nicht draufgehen, ne? Oder was ist besser? Also den Checkpoint kannst du ruhig mitnehmen. Gut. Stimmt, sonst müsste ich ja den ganzen Scheiß nochmal... Ja, hast du schon recht. Richtig. Allerdings, wenn ich es geschafft habe, dann muss ich so lange bis zum nächsten Checkpoint warten. Ja, das stimmt auch wieder. Und wenn man dann auf dem Weg direkt stirbt und dann nur... Ja, alles normal, ne? Ja, schön. Ah, mal gucken, jetzt muss ich natürlich mit dieser neuen das kann ich erstmal auf dem Rückweg machen, ne? Ja. Jo. Mit dieser neuen Physik hier muss ich natürlich auch ein bisschen klacken. Wobei, viele haben sich ja aufgeregt über die Eissteuerung. Ich finde, die ist gar nicht so unähnlich zur alten. Aber naja, vielleicht täuscht das auch. Das Momentum ist leider nicht mehr da. Also, das heißt, teilweise, wenn du dann irgendwie springen willst, dann bleibt er in der Luft einfach stehen, obwohl es keinen Sinn ergibt. Ja, das ist natürlich auch gut, ja. Wobei das Momentum im dritten Teil, finde ich, nochmal deutlich angenehmer ist. Vor allen Dingen, wenn man den Doppelsprung und die Tornado-Drehung hat. Weil im Original war es so, wenn man gerade so im Speed war von diesen komischen Öllachen da, wo man drauf rutschen konnte. Und den Doppelsprung gemacht hat. Gab es im dritten überhaupt Eisbereiche? Nee, deswegen habe ich gerade überlegt. Ja, gab es nur diese komischen Öllachen oder was auch immer, das war in den Ägypten-Leveln. Und da war es dann halt so, wenn man nach dem Rutschen einen Doppelsprung gemacht hat, dann ist man im zweiten Sprung komplett stehen geblieben. Und das ist hier nicht mehr so. Ja. Jetzt muss ich rutschen, ne? Na, an sich kannst du einfach durchbleiben, weil du gehst ja jetzt eh noch nicht zurück. Ja! Scheiße. Nicht den Checkpoint aktivieren. Einfach nur sterben. Einfach töten, ne? Jo. Okay. Einfach sterben. Stimmt. Aber den Stein habe ich jetzt ja. Jo. Gut, aber die Kiste muss ich halt trotzdem noch holen, okay. Naja. Ich finde hier auch schade, dass sich die ganzen Collectibles, die man dann im Inventar sieht, wenn man auf Dreieck drückt, nicht mehr bewegen, sondern das sind dann einfach nur so komische PNG-Bilder. Stimmt, das ist einfach nur so ein Bildchen, ja. Stimmt, das hat sich früher... Ja, hast du recht, das hat sich früher bewegt. Ja. Da waren sie sparsam, ja. Im Original waren das noch 3D-Modelle, die da waren. Jetzt sind sie voll geworden, die Decke. War das bei der Lebensanzeige da oben nicht eigentlich auch so? Nö, das war ein Sprite damals. Ja? Die okay, Kiste, das war, die war 3D. Stimmt. Ja, stimmt, hast recht. Boah, das hätte ich gar nicht mehr alles so im Kopf. Ja, du bist halt mit Crash halt viel, viel eher aufgewachsen, also mehr aufgewachsen als ich. Ha-da-da-da-da-da-da! Ich glaube mit... Okay. Hatte ich einen Akku? Nee. Und vor allen Dingen warst du gerade oben. Ja, oben in der Wand irgendwo, keine Ahnung, ganz komisch. Man sieht, das Spiel funktioniert wunderbar. Mhm. Hat keine Fehler. Nee. Das wollten sie aber auch so machen. Es soll ja ein Remake sein und früher gab es auch Fehler, deswegen wollten sie jetzt auch wieder welche haben. Genau, deswegen haben sie den größten Fehler direkt zu Beginn des Releases gemacht und keine Updates rausgebracht. Wie im Original. Ja, da gab es ja auch damals keine Updates, ne? Also passt das ja wieder. Alles gut, Rick. Bis vor dem PC-Release war das halt immer noch auf Version 1.01. Jetzt ist es Version 1.06 oder so. Okay, so viel gab es schon jetzt Updates, okay. Naja, das waren genau zwei Updates. Einmal quasi so eine Art Day-One-Patch. Und halt dann das Update zum Release der anderen Version. Das war gut. Jo. Also das Patch meine ich jetzt nicht. Meinte jetzt meine Aktion gerade. Ja, ich auch. Achso, ja, dann passt es. Haha. Ja, die Stelle ist ohne Maske richtig fies. Ja, ich hatte meine ja gerade eben schon gekonnt verloren. Ich hoffe, dass ich gleich noch... Vielleicht bekomme ich ja gleich noch einen netten kleinen Mitleids-Akku. Das wäre sehr schön. Ich mag da Mitleids-Akkus. Den gibt's hier auf jeden Fall. Ich glaube, hier gibt's sogar doppelte Mitleids-Akkus. Ja, hatte ich Tatsache einmal. Ich habe mich schon gewundert. Wow, ich habe ja zwei. Ich nehme jetzt doch die Kiste hier mit. Weil dann kriege ich wenigstens ein paar Wumperfrüchte. Und es könnte sein, dass ich noch ein paar Mal drauf gehe. Und dann kriegst du noch ein Leben. Genau. Und deswegen, wenn ich das hier noch ein paar Mal öfter mache... Ja, komm her. Ein paar öfter Mal. Die Kiste haben. Ich weiß, es ist gerade unnötig, was ich hier mache. So. Nee. Das war wichtig. Jo. So viel zu meiner Stimmung dazu. Ja, das reicht auch. Sehr gut, dann schönen Abend noch und bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss, du Nazi. Tschüss, du Mann. Deswegen ist dieser ganze Aufwand, damit ich mich da gleich zerquetschen lasse. Grrr.
Ich glaube, das ist tatsächlich die meistzitierteste YouTube-Kacke bei mir in der Klasse. Was, tschüss, du Nazi? Also, allgemein das Video, ja. Also. Der profane Heiligabend. Der ist auch super. Ja. Der ist richtig klasse. Deswegen mit einem Kumpel, ich glaube, das habe ich schon mal in der Session erzählt, aber ist mir egal, ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Ja, kannst du auch gerne. Weil mit einem Kumpel aus meiner Klasse, da unterhalten wir uns manchmal nur darüber. Dann sagen wir halt auch so, ja, was mache ich? Giftbestreut habe ich schon. Ja, Die Scheiße. Ja, das ist herrlich. Das ist super. Ich liebe das. Wenn man da genau drauf landet, ne? Dann hält er auch sofort an. Das ist eigentlich praktisch. Mhm. Da ist es mal praktisch. Jetzt geh doch da drauf. Aber oh. Eine YouTube-Kacke, die ich mal wieder gucken müsste, die wir auch schon ewig nicht mehr gesehen hatten, war... Ja, da habe ich damals mal die Ursula von der Tanzschule abgeholt. Ja, tja, Lusenbrot. Hat sich die Kugel gegeben. Da ist sie dann hier verendet. Das Miststück. Ja, ist auch so ein kurzer eigentlich nur. Ja, der Bauer Schiebelewisch. Ja, gibt's immer die frischesten Eier. Wie er einfach so planlos hinterher rennt mit seinem Korb. Eier! Das ist herrlich. Das ist sowieso, was sagt er da eigentlich? Will ich willen oder was sagt er da? Ja, das verstehe ich da auch eigentlich immer. Will ich willen oder scheißen? Will ich willen? Ja, oder scheißen. Ja. Und dabei so richtig Gas. Zwei Eier sind genug. Da falle ich nicht um. Und ich rauche auch Gras. Ich zermetzel die Menschen. Nee. Da kommt erstmal. Achso. Dann zerfahre ich Menschen. Genau. Und die ich spüre den Wind und den Blutduft. Das Rad wird zum Rasenmäher. Ich zermetzel die Menschen. Nur Fitness schöner. Ja. Das ist so herrlich. Und die Leute da draußen denken jetzt, mein Gott, was haben die bloß genommen? Ja. Aber so sind wir halt. Man müsste eher fragen, was haben die Ersteller dieser YouTube-Kacke genommen? Die waren gut drauf. Ja. Und zwar so zu formulieren. Aber man darf ja auch nicht vergessen, ne? Mein Name ist Detlef die Soos und ich freue mich sehr, dass du heute auf meine Saas gegangen bist. Nein, ich wollte zurückrutschen! Mann! Ach, Arschloch! Soos, das war ziemlich schlecht. Ja. Ah, Mitleids-Akku, danke. Ja, Mitleid. So. Ja. Immerhin das Spiel hat Mitleid mit mir. Genau. Ja, aber hallo? Danke. So viel zum Mitleid. Das springt die scheiß Mikrokiste in dem Moment hoch, wo ich darüber springen will. Grrr. Was sagt halt die Zeit? Wir sind bei knapp 40 Minuten. Ja, läuft, ne? Jo. Ja, dann habe ich 2 Edelsteine. Pro Part einen Edelstein, dann müsste ich ja eigentlich noch zufrieden sein. Na, aber wie ist das Fortschritt in jedem Part? Hm. Ach scheiße, ich bin zu spät. Ich bin zu spät gerutscht. Das klingt irgendwie komisch, aber es ist so. Ja, Sonic versperrt dir den Weg. Sonic? Achso, ja. Hab verstanden, Igel, ja. Ne? Ich war ja früher auch so ein komisches Kind, das dachte, so bis zur Mitte zweiter Klasse, wo wir noch kein Englisch hatten, da dachte ich immer, alles ist Englisch, wenn man es nur Englisch ausspricht. Aha. Das heißt, als Beispiel? Ja, zum Beispiel, bei Igel habe ich dann einfach Igel gesagt. Ach so. Dann dachte ich dir, ja, das ist auf Englisch. This is Igel. Genau. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und eine Vant. Genau. Eine Vant. Ich hab einen Wentrank. A Wentrank, oh yeah. Sehr geil. Das wäre auch eine geile Art zu sprechen mal. Ja, ne? Einfach alles nur verenglischen, obwohl es deutsche Wörter sind. Das ist schon sehr interessant. Hast du deinen G-Trank? Mein G-Trank, yes. Ich wollte gerade echt sowas wie Controller sagen, aber das, ja, ist ja schon. Ja, und ich wollte auch gerade ein Wort sagen und das geht gar nicht. Ich wollte nämlich Kamera, wollte ich Kamera draus machen und das ist richtig. Scheiße. warum ist denn das? Das geht ja sogar, verdammt. Das wäre wie wenn ich zu Mikrofon Mikrofon sagen wollen würde. Ja, scheiße, ist ja auch richtig. Ja. Hast du eigentlich das Geräusch mitbekommen von den Gürteltieren in Turtle Boots und Pikachu?
Was war da mit dem Geräusch? Die haben da immer so gekriegt, wie so Schweine. Oder so. Du hattest mir das, glaube ich, gesagt, dass ich da mal drauf achten soll. Stimmt, jetzt wo du es gerade mich sagst, fällt es mir wieder ein, dass du da was erzählt hast. Ja. Mist, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber wir werden das Level ja nochmal sehen bei der Zeit-Challenge. Also, da sind wir jetzt noch optimistisch. Also ich werde es irgendwann nochmal sehen. Ob wir es heute sehen, ich verbessere mich schon mal ein bisschen, ja. Ja, also ich hoffe ja, dass ich diesen Bereich hier noch schaffe. Ich auch. Ich kriege hier eigentlich immer ganz gut Leben. Ich glaube erstmal, dass wir, ich sag mal vorsichtig, den Game-Over-Bildschirm sehen wir jetzt in diesem Level nicht. Hust, hust.